Hey ihr Chorsänger, willkommen zurück zu Song of Horror. Wir sind gerade in diesem sehr unangenehmen Raum im Krankenhaus. Aha. Großer Gott, das macht keinen Sinn. Warum würde jemand all diese Tiere töten? Naja, weiß ich auch nicht, aber ich schätze mal Spaß. Ehrlich gesagt will ich diese Gräueltaten nicht genauer ansehen. Ich kann nicht verstehen, Sophie. Nichts Interessantes, nur noch mehr ausgestopfte Lebewesen. Oh, schau mal hier. Anweisungen für Tierpräparatoren. Kryptische Notizen von einem psychiatrischen Patienten. Sie blinzelt, vom Hunger aufgeweckt. Es ist Nacht und sie hört zu. Sie flieht, schnell, tödlich stumm. Du schreist, während sie dich von dir wegreißt. Zufrieden landet sie in ihrem Nest und ruft in den Wind, um ihren Sieg zu verkünden. Ihr fester Griff lähmt dich und Blut fließt, während sie dich isst. Sie plustert sich auf und schlägt mit den Flügeln und gesättigt schläft sie ein. Okay, das scheint eine Eule zu sein. Irgendein Nachtvogel, was kann ich damit... Das ist doch keine Anweisung. Die sehen aus wie Romane aus der Jahrhundertwende. Ich sehe auch ein paar ältere Klassiker. Wenn dieses Gerät hier ist, vermute ich, dass der Patient an einer schweren Krankheit litt. Okay, krass, finde ich hier vielleicht irgendwo eine Eule oder sowas. Na, guck mal, Musiker, Künstler, Tierpräparator. Und beim Musiker war das mit dem Klavier, aber ich weiß nicht. Ah, ich gehe da vielleicht gleich nochmal reingucken, erstmal den Gang hier noch fertig machen. Guck mal, wie krass. Es bringt einem halt nichts, dass man hier drin irgendwas untersucht anscheinend, oder? Aber sie haben halt einfach mal so einen Raum hier reingemacht, so der Vollständigkeit halber, oder wie? Dass man alles so ein bisschen abgedeckt hat. Wie krass. Ich finde das einfach nochmal genial. Nicht schon wieder. Nicht sie. Wird auf den Schreck erstmal Kerzenabend, oder? Schön Kerzenabend aufstellen. Oh, warte mal, da ist schon mal ein Kasten. Interessant. Was haben wir hier? Nope. Jemand hat sie verriegelt. Ah, Mist. Was haben wir hier? Ein Schrank mit Notfallgegenständen. Da ist ein Schloss dran, aber es ist zerbeult. Oder Verbeult. Ich brauche etwas, womit ich es knacken kann. Mit meiner Kerze? Ne, es wird nicht gehen. Oh, die muss ich nicht... Ah, klemmt total, ist sinnlos. Alles klar. Tür ist verschlossen. Oh nein, oder? Da ist es gerade drin. Ihr wisst, was passiert, wenn ich da jetzt rangehe an die Tür und die aufmachen will, ne? Was haben wir hier? Da ist wieder ruhig, keine Entität dahinter. Ich kann sie nicht öffnen. Es ist, als wären beide Türen zu einer verschmolzen. Wait. Ja, und jetzt? Wie geht's denn jetzt weiter? Ich habe doch hier alles abgesucht. Bei den Filmprojektionen ist vielleicht noch was. Wer weiß. War der geradeaus? Nee, da war auch so eine... Also wenn ich jetzt von der Treppe aus... Ich kann es halt schlecht mit dem Cursor drauf oder so. Also wenn ich jetzt die Treppe runtergehe und nach oben, dann komme ich hier wieder an so ein Gitter, oder? Da hätten wir in der Eingangshalle noch das mit dem...
Ja, mit dem Glas, wo der Tacker hinterliegt. Und den Generator, aber ist das hier vielleicht die Morgue? Ah, warte mal, ich weiß, was ich da machen kann. Das ist halt jetzt gerade blöd, ich habe ansonsten keinen Anhaltspunkt mehr. Hab ich hier alles abgesucht vielleicht? Weil hier... Es wären die beiden Räume miteinander verbunden gewesen. Auf jeden Fall blockiert etwas den Durchgang auf der anderen Seite. Ja, der Schrank zum Verstecken. Schreibmaschine will sie auch nicht kommentieren. Das Klavier. Oh, warte mal. Es mag das Licht nicht, aber es mag das Lied. Hier ist halt echt dunkel auch. Da sind doch die Symbole an der Wand. Na toll, warum ist das so dunkel? Ich muss mir das jetzt irgendwie hier aufschreiben. Oh! Was zum... Da war doch was! Oh, what the fuck? Oh, mach doch sowas nicht! Ich kann es halt nicht sehen, das ist echt verschwommen. Sind das überhaupt dieselben Symbole? Ja. Also das hier ist zumindest ganz hinten, glaube ich. Oh, scheiße, ist das dunkel hier. Das sieht aus wie so ein Smiley-Gesicht, wie der Kringel. Oh, ich kann es halt nicht erkennen. Das ist zu dunkel. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Dass man das hier nicht erkennen kann. Ja, weiß nicht. Was mag das Lied? Oh Leute, ich wünschte, ich könnte was erkennen, was Besseres, aber... Es ist halt einfach zu düster. Ich glaube, das soll so sein, dass man das Rätsel jetzt noch nicht lösen kann, weil die Symbole sind echt so verschwommen. Ich komme hier später nochmal zurück. Machen wir es so. Und dann versuche ich nochmal mein Glück. Aber jetzt gerade ist es echt unmöglich. Ja, die Heizung haben wir untersucht. Ach, könnten wir nur das Video schauen da unten, diese Videoleinwand. Das irgendwie nutzen. Nee. Ich brauche unbedingt eine Filmrolle. Warte mal, liegt auch noch einer? Nee. Boah, Kinder, ich habe keine Ahnung. Ich könnte noch mal zurück. Da wo die Tentakel aus der Scheibe rauskamen, wisst ihr noch? Wisst ihr noch? Ah. Elektrogeräte, warte mal, was? Handbücher für alte Elektrogeräte. Nichts Nützliches. Filmrollen sind verrottet. Das hier ist die Sicherheit und ich fühle mich nicht sehr sicher übrigens. Ich fühle mich gerade ein bisschen sehr beklemmt. Ich meine, es scheint doch ein Rätsel zu sein hier. An dem Generator, wenn da so ein Puzzleteil ist, dann muss es ein Rätsel sein. Aber ich kann ja nichts mehr machen hier offenbar, oder? Aber die Kabel führen auf jeden Fall alle da weg. Hier, Sicherheit haben wir gerade angeschaltet. Aufzug und Morgue. Tja. Den Aufzug habe ich noch nicht gesehen, aber vielleicht ist hier irgendwo die Morgue. Da komm mal hier, die Kabel. Sophie, jetzt nicht die Nerven verlieren, bitte.
I don't understand a thing. Ich auch gerade nicht. Ist hier noch was? Komm, beruhig dich. Everything's gone back to normal. At least relatively. Na toll. Ja, stimmt ja. Ich war da hinten nicht mehr drin, weil ich musste ein bisschen wegflitzen. Rostig, schmutzig, alles. Schrank ist offen. Ich kann ja auch nichts hier wegnehmen oder so. Ich kann doch nicht mehr reingehen, es sei denn, ich finde eine Möglichkeit, um diesen Bereich zu beleuchten. Was? Wie denn? Soll ich eine Kerze reinlegen oder was? Der Schrank. Das war doch der Schrank aus dem letzten Kapitel, oder? Ne, ich kann doch nichts machen. Was ich nochmal versuchen könnte, was mir gerade einfällt. Ich hab doch hier die Zeichnung. Oh nein, oder? Soll ich die Zeichnung abnehmen und sehen, was dahinter ist? Oh nein, warum habe ich das nicht gleich gemacht? Ja, na klar, jetzt scheint die Lampe durch die Wand. Oh, I see. Es sieht so aus, als ob das Licht in den Raum nebenan strömt. Strahlt. Es sind ja Strahlen. So. Oh, natürlich, Leute, jetzt sehe ich das. Oh, ich könnte mich so ärgern. Also dieser Mund, der Bassschlüssel und FS, fuck's sake. Okay, zugegeben, es hat mich jetzt ein paar Minütchen gekostet. Aber ich habe schon rausgefunden, wie es funktioniert. Guck mal, es mag das Licht nicht, aber es mag das Lied. Also wir müssen alle spielen, die sich in den Schatten befinden. Alles, was nicht vom Licht angestrahlt wird, müssen wir spielen. Nicht umgekehrt. Und auch nicht alles. Ich habe mir jetzt mal die Klaviatur hier aufgemalt und habe mir die Tasten mit Nummern belegt. Deswegen sollte ich das jetzt eigentlich hinkriegen. Ich hab's. Oha, eine Klaviertaste. Eine Taste, die aufgrund ihres eigenartigen Klanges aus dem Klavier herausgezogen wurde. Und da ist ein Schlüssel drin. Ein kleiner Schlüssel, der in einer Klaviertaste versteckt war. Sie haben also einen kleinen Schlüssel in der Klaviertaste versteckt, deshalb hat es so geklungen. Na, es macht ja eigentlich keinen Unterschied, es muss doch die Seite sein, die... For a moment it felt as if the floor was about to fall from under my feet. Ja, sehr cool. Das war ich mich übrigens auch. Oh Leute, wie gut, ich hab's gelöst. Es hat echt gedauert ein bisschen, aber ich hab's geschafft. Bin ein bisschen begeistert. Die Rätsel sind echt krass. Ich weiß ja nicht, ob sie das noch mal ein bisschen entschärfen wollen. Nein! Oh mein Gott. I couldn't feel my lower body. Oh mein Gott. Ich hab's echt überlebt. Ich fürchte, damit kann ich es nicht öffnen. Ich brauche was Scharfes und Dünnes, das in das Schloss passt. Oh.
Mit Fix und alle Kinder. Mach das Spiel mit mir, bitte. Na. Ja. Vielleicht unten für den Filmrollenschrank? Okay, vergiss es. Oh, wie krass, was für Rätsel und was für Sachen, die von dir einem verlangen mal wieder. Fiese Sache. So, wollen wir mal gucken hier. Vielleicht geht das auf, vielleicht auch nicht. Da muss ich noch ein bisschen weiter rumsuchen. Ah, sehr gut. Eine Filmrolle. Eine alte Bild- und Tonaufnahme. Das ist ein faszinierender Prototyp. Muss eines der ersten Tonaufnahmeformate überhaupt sein. So, bin ich gespannt, was wir jetzt sehen werden. Bestimmt irgendwas Fieses, ha? Oh, ich muss das selber spielen. Das ist ja krass. Das ist ja richtig krass. 1920, übrigens Interview mit Ariadne, falls ihr es nicht gelesen habt. Hi Ariadne. How are you? Do you feel like talking today? You know, I think you're right, but I don't see things like you do. If you don't feel like talking, you can draw. Whatever comes to you first. Hat sie vielleicht gemalt? War sie die Künstlerin? Ich sollte Ariadne etwas geben, damit sie zeichnen kann. Auf dem Tisch steht eine Schachtel mit Farben. Turn off the light. It doesn't like the light. The light? Who doesn't like the light, Ariadne? Ich könnte wetten, sie stirbt jetzt. Also die Frau, nicht Ariadne. Who is that old lady? It's me. We can listen to your box if you want. Sometimes I hear you playing it when I pass by your room. Oh, nicht gut. Ariadne wartet auf ihre Spieluhr. War die Box schon immer böse oder wurde sie erst böse durch Ariadne? No. No, you don't hear them. You don't see it or understand it. What don't I see? Tell me how to understand you, Ariadne. Sleep. Like me. In my bed. You want me to sleep with you? It's normal not to want to sleep alone. Sometimes I get scared at night. Not here. At home. Daddy, Mommy, and Elaine sleep there. When they understand. Sorry? You mean you want me to sleep at your house? Yes. Sleep there and listen to the song. And then you'll talk to me. Oh, who's this gentleman? Is it your daddy? No. It's Mr. Neuer. Oh, was? Sie hat schon die Zukunft gesehen? What did I just hear? Mr. Neuer? She can't mean Daniel, right? This is crazy. Oh mein Gott, ist das krass gerade. Erster Versuchsbericht. Details von der Ärztin Berenice Prestegard, durchgeführte Studie. Versuchsablaufbericht 3101. Patientin Ariadne Legrand Amsberg, Therapeut Dr. Berenice Prestegard. Beschreibung. Die Freiwilligen werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Versuchsgruppe und die Kontrollgruppe. Die 12 Versuchspersonen werden einzelnen Gummizellen zugewiesen. Das ist doch nicht der richtige Ausdruck dafür, oder?
Die sechs Versuchspersonen aus der Kontrollgruppe Norden leben dort für die Dauer des Experiments, erfahren aber sonst keine Veränderungen ihrer gewohnten Routine. Die sechs Versuchspersonen aus der Versuchsgruppe Süden, darunter Ariadne, bekommen das Lied aus der Spieluhr zweimal ca. 4 Minuten vorgespielt. Dies wird täglich 21 Tage lang wiederholt. Anmerkung: Von der Patientin wird erwartet, dass sie bestätigt, dass die Melodie keine negativen Auswirkungen auf die Menschen hat und bei der Behandlung ihres psychischen Zustands helfen kann, der sich nicht zu verbessern scheint und auch nicht auf andere Behandlungen anspricht. Ungeachtet der Ereignisse in Anbetracht ihres jungen Alters oder des jungen Alters der Patientin wird Elektroschocktherapie unter keinen Umständen empfohlen. Oh mein Gott. Elektroschocks, ich hab's doch gesagt. Ich kann die Namen auf einigen dieser Etiketten noch lesen. Leider steht auf keiner von ihnen etwas über Ariadne oder Berenice Prestegard. Ich finde diese zugedeckten Puppen übrigens immer noch sehr, sehr gruselig. Boah, was sind wir denn hier gelandet? Was ist das hier? Alter, das sind die Zellen, was sie sagte, die im Norden und im Süden, oder wie? Oh mein Gott, was für ein großer neuer Bereich. Leute, ich mache mal hier Schluss. Ich hoffe, der Part passt soweit. Ich habe viel rausgeschnitten wegen dem ganzen Rumprobieren mit der Musik. Aber ja, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Lasst mir ein bisschen Liebe da, wenn ihr möchtet, und schaltet wieder ein zu Song of Horror. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bis dann, tschüss.